So, Max. Was, das ist? Gratuliere. Ja, aber das ist alles meines? Ja, das ist alles deins. Sehr geehrte Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, heute wird ein Vlog gedreht, ihr habt es euch gewünscht und heute ist der Tag, heute ist es soweit. Ich habe heute einiges zu erledigen und werde euch einfach mitnehmen, wir werden uns mal anschauen, was ein Maximilian an einem normal üblichen Arbeitstag so unternimmt. Ich sage gleich dazu, ich habe mir einen von den spannenderen ausgesucht. Ich muss ganz ehrlich sein, das, was wir heute erledigen, wird von mir nicht jeden Tag erledigt. Das wäre schön, aber dem ist nicht so. Ja, ich bin jetzt noch kein Multimillionär. Ich heiße nur so. Aber ich will gar nicht mehr länger quatschen. Wir werden jetzt gleich mal ein Uber bestellen und uns auf den Boxenstopp Number One machen. Los geht's. Grüß Gott, hallo. Gut, also meistens mit dem Uber unterwegs und mit meiner neuen 12-Euro-Viperbrille. Hallo, grüß Gott. Meistens mit dem Uber unterwegs, weil es einfach viel chilliger ist und ich einfach zu faul bin, um mit Öffis zu fahren. Punkt Nummer 1, könnten wir vielleicht ein Radio abdrehen kurz? Punkt Nummer 1, wir fahren jetzt direkt zu einem Freund von mir, denn wie ihr natürlich wisst, bin ich ja nicht nur im Fashion Game unterwegs, sondern auch als Investor tätig und heute ist es soweit, dass ich mir einen Teil meines Investments ausbezahlen lasse. Und das machen wir bei einem guten Freund von mir, namens Michi Preis, der hat eine Bitcoin-Automaten-Firma und da ist das easy, da werden wir uns jetzt etwas an Kohle ausbezahlen lassen, damit wir zu Punkt 2 übergehen können, dem Shoppen. Leute, nicht vergessen, Vlogs dieser Art gibt es natürlich jeden Tag bei mir auf Instagram, also vorbei auf Max Obimi, da seid ihr natürlich am Start. So, jetzt warten wir nochmal, bis wir da sind und dann geht's weiter. Ich bin gerade mit dem Uber angekommen, da hinten sind die Passanten, die filmen wir nicht. Ich sag, da sind die Passanten, die filmen wir nicht. Das ist der Michi. Hey, Max, also, was wollte ich sagen? Wir sind angekommen, ich habe jetzt was zu erledigen. Punkt Nummer 1, das werden wir jetzt im Quatsch noch bereden. So, also, die verdächtige Person, die da vorne schon einen auf Gangster und Pablo Escobar macht, ist auch der Pablo Escobar. Der Bitcoin-Automaten. Und der Typ gibt mir jetzt mein Geld, weil der hat da mehrere in ganz Österreich. Schweiz glaube ich noch nicht. Haben wir schon was in der Schweiz? Sind wir dran? Sieben Länder. Italien, Spanien, Holland, Slowakei, Tschechien, Österreich, aber es ist Ungarn. Das war's. Dort könnt ihr eure Kohle einbezahlen, hoffen, dass es mehr wird. Bei mir hat es funktioniert und das Geld werden wir jetzt holen. Leider nicht mehr. Der Pablo hat es investiert in ein weiteres Geschäftsmodell. Der Geld ist weg, Max. Wir haben schon zum Ernst des Lebens gefunden. Das Geld. Da liegen jetzt schon meine ganzen Unterlagen. Perfekt, die werden wir natürlich nicht zeigen. Guck mich, dann packen wir mal aus das Geld. Tada! Yeah! Bitcoin zahlt sich. So, Max. Was, das ist? Gratuliere. Ja, aber das ist alles meines? Ja, das ist alles deins. Bitteschön, 3 Monate Bitcoin. Bist du deppert? Und das nach 3 Monaten. Ich komme jetzt vor, du hast ein... aber auch Glück gehabt. Sagen wir mal. Muss man auch ja, dazu. Ja, es war gut investiert und richtig rausgegangen. Aber ich komme jetzt gerade so vor, als würde ich sagen, komm in die WhatsApp-Gruppe. In 3 Monaten Lamborghini. Ich habe mit 100 Euro angefangen und jetzt sitze ich hier. Danke, Mann. Ich komme in die WhatsApp-Gruppe. Nein, man muss dazu sagen, ich war im richtigen Moment, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und habe relativ klug investiert. Das ist richtig. Ja, also nicht jedes Investment geht so gut auf wie dieses hier. Aber freuen tut man sich trotzdem. So, wir werden das mal sehen, oder? Gut, da werden wir jetzt die Kameras abdrehen natürlich. Wir wollen natürlich, also ich will nicht... Wir wollen hier nicht flexen. Mit dem Gips. Nein, Freunde, ich will natürlich nicht, dass ihr wisst, wie viel das genau ist, weil das... Das weiß die Steuer dann eh. Ja? Also ich gehe jetzt dann gleich auf die Bank und zahle die Summe ein. Von dem her kann ich hier nichts verstecken, aber aus privaten Gründen will ich das nicht. So, wir gehen ja sowieso shoppen, da werden wir einen großen Teil rausschmeißen. Vorher gehen noch 5000 Euro an den Steuerberater. Schöne Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ja, machen gute Arbeit. So. Also, bis dahin, wir sehen uns draußen wieder. So Leute, auch auf die Gefahr hin, dass ich in diesem Video ausnahmsweise, ausnahmsweise ist gut, dass ich in diesem Video mal so richtig wie der unsympathischste Geldbonzenwichser überhaupt rüberkomme, muss ich euch einfach sagen, ich will das Geld jetzt eigentlich noch gar nicht zur Bank bringen. Am liebsten würde ich damit heimfahren und ein bisschen alleine damit sein. Keine Ahnung.
Nein, Leute, ich muss natürlich jetzt auch ein bisschen relativieren. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie so viel Geld auf einen Haufen gesehen. Und umso geiler finde ich es, dass das Ganze mir gehört. Aber nochmal, um es dazu zu sagen, ich bin kein Lilano, dass ich jetzt da alles auf einmal ausgebe, sondern auch für mich ist das viel Geld, aber kein Geld, das zum Ausgeben, sondern zum Reinvestieren da ist. Aber nach einer guten Investition muss sich ein Investor auch mal ein bisschen was gönnen. Dementsprechend werden wir nicht alles zur Bank bringen, sondern einen Teil nehmen wir und werden das einfach verpulvern. Wir werden uns einfach ein paar coole Sachen kaufen, weil das haben wir uns ganz ehrlich verdient. So, mit so viel gehen wir rein. Ja, und mit genau der gleichen Kohle komme ich wieder heraus. Die haben nur Bankschließ. Das kann ich ja gar nicht filmen. Die Banken haben zu. Es gibt keine Schließfächer mehr. Und ich habe so viel Kohle eingesteckt. Ja, beste Idee ever. Fahren wir mit dem E-Scooter, mit Gips und einem Backel Geld nach Hause. Das Klügste, was man machen kann in der Situation. Mit so viel Geld in der Hosentasche und schiebt einfach die ärgste Paranoia. Jeder könnte der Nächste sein, der einen ausraubt. Ist es er? Oder ist es sie? Aber Leute, ich finde, da merkt man halt wieder einen Unterschied. Es gibt YouTuber, die kaufen sich um dieses Geld eine Iced Out Rolex. Ich investiere das Geld. Back at home fühlt sich auf alle Fälle schon mal um einiges sicherer an. Ich werde jetzt einen Teil hier lassen. Ich habe jetzt schon einen Plan gefunden, wo ich das Geld heute noch unterbringen kann, bei einem guten Freund im Tresor. Morgen wird es dann direkt auf die Bank gebracht, weil auch wenn ich es geil finde, so viel Geld in der Hand zu haben, ist es gleichzeitig so creepy, so viel Geld in der Hand zu haben, weil man einfach ständig Angst hat, es zu verlieren. Ich werde jetzt mir einen Teil nehmen. Vorher werde ich mir nochmal alles anschauen. Ich fühle mich einfach wie so ein kleines Kind mit dem vielen Geld. Ich weiß nicht, ihr kennt es ja sicher, wenn ihr das erste Mal viel Geld in der Hand hattet, dann macht das einfach so unfassbar viel Spaß, vor allem wenn man weiß, dass es einem selbst gehört. Es ist, ja, kindisch, aber egal. Ich werde mir jetzt meine Zeit gönnen, werde meinem... Nein, ich werde mir jetzt einen Teil nehmen und dann geht's direkt zum Shoppen. Gleich weiter mit dem Uber Black. Ich habe natürlich nicht alles mitgenommen, sondern nur einen Teil zum Spenden. Tuchlappen 11 bitte. Ankunft, wir gehen jetzt da shoppen. Ich zeige euch aber nicht wo, weil die Pisser keine Kooperation mit mir wollten, aber irgendwo in Wien. Okay Leute, ich bin jetzt da live aus der Kabine, gleich wird hier gefilmt. Ich habe jetzt gerade dieses Shirt ausprobiert, das Video. Schaut so aus mit diesem Dinosaurier hier. Das habe ich mir auf Dior angesehen, habe es mega cool gefunden. Aber er hat mir jetzt empfohlen, dieses hier. Das da, auch von Dior. Dior feiere momentan extrem. Das ist vom Fit her viel besser, weil es oversized ist und der Stoff greift sich gleich viel hochwertiger an. Also nur kurz zum Vergleich, das ist das eine Dior-Shirt, das ich unbedingt haben wollte. Kostet 450. Das ist das andere, was ich mega geil finde, wo der Stoff einfach viel feiner, also viel dicker ist und hochwertiger. Aber es kostet einfach 600 Euro, also 590. Und das ist echt Wahnsinn. Keine Ahnung, ob ich das jetzt echt nehme. So, 1300 Euro sind wir leichter. Es ist viel mehr daraus geworden als ursprünglich geplant. Aber die Frage ist natürlich jetzt, welches Shirt habe ich genommen? Das weiße Dior-Shirt oder das schwarze Dior-Shirt? Das siehst du, wenn du jetzt hier oben dieses Video klickst. Hier verrate ich es jetzt nicht. Aber man kann sich's nicht denken. Es ist eigentlich eine große Überraschung. Ich glaube, ich verrate viel zu viel. Jetzt geht's ab nach Hause. So, made it home. Und ich sag's euch, Freunde, heute waren wir wieder... So ein richtig guter Tag. Ich muss sagen, ich bin mega happy. Ich war vermutlich in diesem Video der größte Angeber überhaupt und das war gar nicht beabsichtigt. Es ist nur so, dass ich dieses Jahr kein besonders gutes Jahr hatte und heute mal wieder, oder vor allem in letzter Zeit, mal wieder so einen richtigen Erfolg erlebt habe und da bin ich umso happy und teile das natürlich gern mit euch. Aber ich will euch das nicht unter die Nase reiben, ich will hier nicht den Angeber raushängen lassen, aber ich glaube, bei mir weiß man, dass alles mit einem kleinen Augenzwinkern ist. Dementsprechend freue ich mich, dass ich hier mal wieder Erfolg erleben durfte, verdammt nochmal! Sei hart genug! So hart wie der Gips, der nächste Dreck, der mal passiert ist. Ah ja Leute, die Frage möchte ich jetzt ein für alle mal klären, weil mich ja so viele von euch immer wieder fragen, Maximilian, bist du eigentlich Millionär? Nein, ich bin nur ein dekadentes Waschloch. Aber am besten Weg dorthin. Also liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, dieser Vlog, dann lasst mir auf jeden Fall ein Like da, schreibt mir in die Kommentare, ob es mehr Vlogs sein dürfen auf diesem Kanal. Sehr, sehr gerne. Ist ja nicht so, als wäre das zart, den ganzen Tag die Kamera rumzuschleppen und irgendwelche Situationen zu filmen und sich zu denken, fuck, was denkt der Uberfahrer jetzt von mir, was mir aber prinzipiell eh scheißegal ist. Ich werde mich selbst jetzt noch mit Spaghetti belohnen. Ich finde, das ist der perfekte Abschluss für einen gelungenen Tag. Und dann geht's für mich ab nach Mailand.
Von dort gibt es dann das Video, dort werde ich das schneiden. Ja, es ist so meine, ja. Nicht da irgendwo im Kammerl, sondern es wird dann einfach im Sonnenschein in Mailand geschnitten. Wahnsinn, Sonnenschein, dein Mailand. Leute, ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Schaut auf jeden Fall auf Instagram vorbei. Vielleicht bin ich da sogar noch in Mailand. Also checkt das ab, MaxOBMI, und wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's von mir, euer Maximilian. Du bist der Beste!